Eigentlich brauche ich da nichts sabotieren. Das ist ja das Positive dran. Mal mit dem Ninja vorgehen ein Stückchen. Jetzt wird Nagato mal erobert. Ach komm. Das war ein entscheidender Sieg. Wir besetzen sie natürlich wieder friedlich. Und ein General ist einen Rang aufgestiegen. Dazu gleich. Erstmal reparieren. Okay, du bist einen Rang aufgestiegen. Dann zeig mal. Oh. So viel dazu und Gefolge Schlossarchitekt. So. Was dazu? Der ist schon gezogen, die Runde. Wird die Feste ausgebaut. Das finde ich schön. Die haben nämlich den Shinto-Buddhismus. Da brauche ich keine Religionsaufstände fürchten. Dafür kann ich denen das Kloster bauen. Zufriedenheit im Bungo, plus 4, wenn ich wegnehme, 0, damit kann ich leben. Ach, das Christentum zieht sich noch immer hin, das gibt's doch nicht. Da muss ich nächste Runde unbedingt auch ein Kloster hinbauen, genau. Also eine Shinto-Buddhismus fördernde Einrichtung. Ja, das war's die Runde. Und die Shimazu breiten sich aus über das Land. Die erste Folge war gerade vorbei, das wird jetzt gerade in der zweiten Folge am Anfang irgendwo sein. Und wir haben schon wieder zwei Provinzen erobert. Ja, ohne große Gegenwehr, ich weiß aber. In Satsuma möchte sich ein Untertan als General würdig erweisen. Leisten wir uns diesen General oder leisten wir ihn uns nicht? Satsuma, das ist okay. Den leisten wir uns, den drille ich auf Seegeneral. Also Flottenadmiral. Dann zeigen wir mal den Mönch, den der Runde auf der Stufe aufgestiegen ist, und zu Kushi, okay. Was kannst du machen? Mit dem könnte ich Städte infiltrieren, auch das wäre doch was. Komme ich auch erst jetzt drauf. Gefolge kann ich dem auch noch geben. Rekrutierte Aktionskosten sind doch was Schönes. Dann ziehen wir den auch mal nach vorne. So, Satsuma, wo war das schnell? Hinten. Ach, der Terrassenbau hier lässt mir keine Ruhe, ich kann es nicht ändern. Aber wir müssen in Busen jetzt erstmal was bauen, weil sonst kriege ich da noch einen Anfall. Ach, verdammt. Zu wenig Kohle zum Ausbau der Festung, verdammt. Wie sieht es in Suo aus? Da baue ich die gerade aus. Okay. Und hier. Mir lässt der Terrassenbau keine Ruhe, tut mir leid, Leute. Und Boots und die Zufriedenheit bei 5, wenn ich rausnehme auf 1. Okay, das heißt, die können dann auch wieder Geld abdrücken.
Langsam kriegen wir das Ganze in den Griff. Und da wollte ich ja das buddhistische Tempel, das buddhistische Tempel vor allem, ganz genau. Den buddhistischen Tempel bauen. Und damit sind meine finanziellen Mittel für diese Runde wieder aufgebraucht und wir erforschen hier noch und danach die Teezeremonie. Und nachdem alles Bauen gerade ein bisschen günstiger ist, was ich sehr nett finde, hier könnten wir noch spionieren, wenn ich richtig liege. Tue ich sogar. Ich habe doch das Ziel, eine Armee zu verunsichern oder so irgendwie. Wo ist das Ziel jetzt? Da, Ziele. Krieg der Worte. Ah ja, doch Mönche, die feindliche Armee beeinflussen. Ja, da zieht er gerade nach vorne dafür. Generalin Satsuma, genau. Der muss jetzt nach vorne. Zur Flotte. Entschuldigung, das wird ein Autogefecht gegen eine Sengoku-Bohne. Das Schiff säuft ab. Bevor die mir eine Handelsblockade reindrücken. Wir legen hier mal an, damit der General nächste oder spätestens übernächste Runde noch an Bord gehen kann. Ja. Das Vorpreschen hier wird jetzt ziemlich einfach, habe ich das Gefühl. Und genau das gefällt mir nicht so wirklich. In Bungo ist die Zufriedenheit auf 0, habe ich das richtig im Gedächtnis. Und zwar exakt, okay, dann, also rekrutieren kann ich auch nichts mehr, keine Kohle mehr. Dann eben nächste Runde. Ganz wie ihr meint. Und ich habe wieder einen Bericht über rekrutierte Krieger, und zwar die Bogenkavallerie in Bozen. Mein General hier. Ja, nächste Runde kann er dann an Bord gehen. Werkstattinsage. Christlicher Tempel. Okay, in Higo ist das Christentum fast ausgerottet, deswegen baue ich jetzt hier wieder mehr Stelle und ein Nodachi Dojo. Das heißt, ich werde hier jetzt langsam mal auch mit den der Pferdezüchter wird meinen verbesserten Angriff gewähren, das finde ich cool. Also hier muss ich auch die Festung ausbauen, bevor ich es wieder vergesse. Der kann jetzt hier nach vorne gehen. Der Ninja zieht sich in unser eigenes Land zurück. Wie sieht es in Nagato mit der Zufriedenheit aus? 16. Truppenrepräsentation 15. Das heißt, wenn ich die ganze Armee abziehe, habe ich ja immer noch ein Plus 1. Perfekt. Dann sehen wir mal nach. Oh, Widerstand. Schön. Ich dachte schon, die kommen gar nicht mehr. Okay, ich speichere mal kurz zwischen. Bevor ich da jetzt irgendwie Dummheiten begehe. Der Mönch vergreift sich dann an der kleinen Armee.
Wir belagern die Schlossstadt. Kann ich vielleicht den General noch ausschalten? Zumindest einen und habe sogar eine Chance von 64%. Ja. Spannend bis zum Schluss immer wieder. Ich kann es nicht ändern. Okay, damit haben die einen General weniger. Okay. Zufriedenheit sieht bis auf Bungo gut aus. Da kann ich jetzt schon wieder nichts rekrutieren. Naja, die bekommen jetzt den buddhistischen Tempel. Ja, der kann nächste Runde an Bord gehen. Dann lassen uns mal eine Runde Zeit. Wenn ich Glück habe, greifen nämlich die Amako jetzt direkt an. So, hauen die ab. Hallo? Das schnalle ich jetzt nicht so ganz. Der Tempel steht, den könnte ich jetzt auch gleich zum Kloster ausbauen. Ich schätze mal, zuerst baue ich die Festung hier aus. In den Busen werden jetzt noch Bogenkavallerie ausgebildet. Katana-Kavallerie, ja klar. Okay, und hier haben wir jetzt einen richtigen General dabei. Das macht das Ganze etwas angenehmer. Zumindest für mich. Und sie werden hier dann... Achso, das kann ich jetzt eigentlich erobern direkt. Die haben die Stadt echt aufgegeben. Das finde ich sehr nett von ihnen. Denn damit kann ich mir viel Arbeit ersparen. Und jetzt bin ich noch ganz fies. Ich mache die Armee bewegungsunfähig. Kostet mir 800 Gold. Und hier? 40, aber dafür, dass ich einen Trupp verrecken lassen kann. Aber unser Mönch kann jetzt die Armee demoralisieren mit einer Chance von 63%. Und das ist ein neues Video, denn den Mönch habe ich selbst noch nicht benutzt. Okay, es gibt kein Video, aber der Feind ist demoralisiert. Und damit haben wir die gefürchtete Streitmacht bekommen.
Für 6 Runden ist die Moral all unserer Feinde beim Teufel. Wenn das nicht mal ein Angebot ist. So. Wie sieht's hier jetzt aus? 100% Shinto-Buddhismus, das finde ich super. Das macht mich richtig happy gerade. Und die werden die Runde ordentlich Schaden kassieren, wenn sie nicht abhauen. Okay, die werden jetzt... Nächste Runde kann ich hier andocken. Ich wollte eigentlich den Hafen blockieren, aber ich glaube, da bin ich schneller, wenn ich unten rumgefahren wäre. Blöd. Naja, kann man nicht machen. Okay. Das finde ich jetzt nicht so fair. Aber wir verteidigen eine Stadt. Oh mein Gott. Mal überlegen. Die Nodachi sind im Angriff überlegen. Die stehen auf jeden Fall vor dem Tor. Meine Katana-Samurai sind meine Stärke und haben Erfahrung ohne Ende. Die kann ich auch rausstellen, zumindest zum größten Teil. Die Generäle und wenn ich habe Kavallerie, bleiben bei mir in der Festung. Und die Bögen, die ich habe, die paar, die stelle ich sowieso in der Festung auf. Also so im Groben die Strategie. Wenn er dann geladen hat, geht es natürlich sofort los. 3, okay, 12 Minuten für die Schlacht, wenn ich als Folge 2 denke. Ja, das wird wieder spannend, das kann ich euch jetzt schon sagen, denn ihr werdet wahrscheinlich das Ende der Schlacht erst in Folge 3 sehen. Aber jetzt hören wir erstmal unserem General zu. Mein Lord, die Tore sind beschädigt. Der Schaden wurde nicht behoben. Oh. 父上はわしを息子だから総大将に任命したのではない。お主らが統率するに値する立派な侍だからわしを任命したのだ。稲の勇気を称えるぞ。 一歩たりとも後退せんぞ。わしは最後まで戦う。お主らもきっと同じ考えであろう。 あの戯けどもには戦う前からうんざりだ。戯けにはいつも辟易するが、途方もない思い上がりには、施す手がないわい。ここは、実に凄いよのう。大屋島広しといえど、これにかなう城はないじゃろう。我が軍の力が加わらば、その凄さが増すというものじゃ。今日の戦、お主らに不名誉は一切ない。 Was ich persönlich als weniger cool finde, ist, dass die Tore sabotiert wurden. Sprich, die Schäden der letzten Schlacht nicht wirklich behoben sind. Ich habe nur 3 Bogentruppen. Was es nicht unbedingt besser macht, wenn ihr versteht. Katana Kavallerie mit den meisten kommt nach draußen. Die teile ich gleich auf die verschiedenen Seiten.
Ja, die Samurai-Truppe stelle ich auch noch mit raus. Ich habe 2 Generäle. Dann kann ich einen eigentlich auch mit rausschicken, um die Moral von denen zu erhöhen. Und der andere soll hier mit denen quasi die Verteidigung koordinieren. Die teile ich ein bisschen auf, damit die verschiedenen Punkte halten. Und die Lücken zwischen den Bögen füllen. Okay, das ist das Samurai-Gefolge, dann stelle ich den zweiten Trupp noch zu. Obwohl, wenn die von da hinten kommen, stelle ich den lieber hier hin. So, und jetzt ihr. Einer davon. Hier hin. Wo steht der? Ach, das ist der. Okay, einer hier. Und einer hier. Das ist nur mal die grobe Aufteilung, damit ich weiß, wer wo steht. Die kommen auch hierher. Die kommen hierher. Die Kavallerie bleibt auch hier in der Mitte stehen. Die kommen dann hier rüber. Die kommen, hier habe ich 2, hier habe ich 2, hier habe ich 3. Die kommen noch zu dem Trupp. Die kommen. Die kommen noch hier hin. Dreier-Trupp. Mal die gruppieren. Dreier-Trupp, habe ich gesagt. Einser-Trupp. Im Endeffekt. Und hier noch aufstellen, der Zweier-Trupp. Okay, drücken wir beide Fingernägel irgendwie ins Fleisch rein, keine Ahnung. Oder alle 10 meinetwegen. Fangen wir an. Scheiße. Hier kommen 3 Truppen. 2 Bögen und ein Yari-Trupp. Damit kann ich leben. Dann schicke ich den erfahrenen Katana auf die Yari, den Nodachi und den anderen auf die Bögen. Die sind eh nicht so erfahren. War noch nicht so weit erfahren, dass die mehr schaden könnten, extrem. Dann sehen wir uns mal an. Jetzt habe ich ein Problem hier. Das hier sind ein Bogentrupp und ein Haufen anderer Nahkämpfer. Hier kommen 3 Bogentrupps. Ja. Und hier haben wir 3 Yari-Trupps, das ist super. Und dann nochmal 3. Ich weiß jetzt schon, wie ich das mache. Und zwar werden die Bögen hier wohl über ein Stückchen durchkommen. Und die hier auch. Aber ich fange die Yari hier ab, das hört sich nach einem Plan an. Okay, dann lassen wir die erstmal ein Stückchen näher kommen. Ich hätte damit gerechnet, dass die irgendwie rundherum angreifen. Oder von der Front. Aber nicht, dass die so auf einer Flanke Vollgas angreifen und auf einer ein bisschen irgendwie das... hier ist der Zweier-Trupp. Der Dreier wird auf die hier gehen. Der Einser auf die hier. Das sind alles Yari-Truppen. Das ist plötzlich im Prinzip egal. Obwohl, nein.
Halt. Ups, falsche Taste, die haben wir gerade. Aber die Bögen, wenn ich die dann mit. Ich wird schwer. Okay, sehen wir mal, was wir machen können. Wir sind auf jeden Fall noch so weit weg. Wenn ich meine jetzt zum Angriff laufen lasse. Dann habe ich definitiv jetzt schon ein Problem. So, Pause. Dino Dachi, habe ich gesagt, die lasse ich auf einen Bogentrupp laufen. Das sind die weniger erfahrenen Katana, die kommen auf den anderen Bogentrupp. Und die erfahrenen kommen auf den Yare-Trupp. Damit ist von dieser Seite abgewehrt. Oder sollte sein. Was machen wir hier? Yare-Trupp gegen Bögen. Katana-Trupp gegen Bögen. Odachi gegen Bögen. Ich weiß, ich habe es komplett anders geplant gehabt, aber was will man machen? Der 1er-Trupp. Nochmal kurz Pause. Der General steht dann irgendwo hier. Die Katana-Kavallerie greift die an, die greifen die an und die greifen die an. Okay. Attacke. Sind alle noch außer Reichweite. Okay, schnappt sie euch. Die wenige Erfahrung geht auf den Weg. Nicht ausbremsen lassen, Leute. Nicht ausbremsen lassen. Ach du Scheiße. Sind wir schon so down mit der Moral. Unsere Männer laufen vom Schlachtfeld. Welch eine Blamage. Ja, besser als sie krepieren. Okay, das sollte sich jetzt langsam mal zurückziehen. Ich will keinen General sterben sehen. Ich sagte zurückziehen, ich will keinen General sterben sehen. Katana auf die Yare ist eh klar. Ach du Scheiße. Unsere Männer laufen vom Schlachtfeld. Welch eine Blamage. Okay, die haben. Was? Die kommen nochmal. Sind das Pfeifen? Oh mein Gott. Ja, ich habe ja gesagt, ich werde diese Runde viel opfern. Ich weiß, das gefällt nicht jedem, aber... Was soll ich machen? Unser gesamtes Regiment ist umgekommen, mein Lord! Oh oh.